Überreden, Claire. Ich schlage vor, ihr geht ins Trinkgefrettchen und tragt die Diskussion dort aus. Wenn ihr Glück habt, trefft ihr ja sogar einige Imanspieler. Eine gute Idee. Vielleicht ist sogar einer der Spieler da. Das hat er doch gerade gesagt, Schwachkopf. Da wird mal Iman-Fachleute wie mich sicher mehr zu schätzen wissen. Auf ins Trinkgefrettchen. Was will ich euch geraten haben? In Zukunft tragt eure St solche Streitereien aus wie echte Imanspieler auf dem Spielfeld. So, wieder eins geschlossen. Die Kneipenschlägerei. Der Wirt in der saften F Sau ist froh, dass nichts weiter passiert ist. Ich habe den Streit beendet. Speckstein wird sich freuen. Ich sollte mal mit ihm reden. Warum wart ihr so zimperlich zu diesem Streit hin? Als ich noch jung war, hätte ich dich gerne gleich zur Tür geschleift, anstatt zu quasseln. Ihr wolltet doch kein Blut aufwischen und wie ich Angelegenheiten kläre, bleibt meine Sache. Schon gut, schon gut. Hier geht's aufs Haus, wohl bekomm's. Habe ich was jetzt bekommen? Nö. Egal. Dann gehen wir mal wieder. So, das heißt, wir haben das in Fuhrmannsheim erledigt. Vom Fuhrmannsheim kommen wir in die Grafenstadt? Nein, nur zum Hafen. Und ans Fertoker Osttor. Und natürlich in den Paiosplatz. Naja, gut, dann gehen wir jetzt mal zum Paiosplatz zurück, endlich Salina Bescheid geben. Dann können wir in die Grafenstadt gehen. Und unserer Auftraggeberin, der Vogt, den Bescheid geben. Oh, halt, 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 halt. Ich wollte ja noch Kuanos Prüfung machen. Ja, der Durchgang ist offen. Und ja, für den Silber, was der Clownring kostet, können wir gleich auch noch einen Clownring kaufen. Ja. Der war ja nicht teuer. Genau, ein Silber, 7 Heler. Da ist der hier teurer. Na dann. Zeig mal, wie gut du bist, Gladys. So, Schlüssel zum Diebesgildenparcours haben wir schon mal. Ja, findet die neuen Embleme. Es gibt neue Embleme der Diebesgilde zu finden, wenn ich den Parcours meistere. Ich soll sie am Ende Kuano überreichen, als Beweis für meine diebischen Fähigkeiten. Der Schlüssel ist mein. Auf zum Parcours. Okay, leere Fässer. Ah, da ist schon mal die erste verschlossene Truhe. Falle entdeckt? Aha, der Truhe. Gut, das heißt Falle entschärfen. Du Schlösser knacken. Ja, Fallen entschärfen misslungen. Schlösser öffnen, misslungen. Kein Problem, versuchen wir es nochmal. Ja, Schloss geöffnet. Das war Numero Uno. So, Nummer 2, oder? Ja. Yep.
Die werden hier normal abgelegt. Auch gut. Ja, dachte ich mir fast schon, dass die Tür etwas schwieriger wird. Hat aber geklappt. Und Falle entdeckt. Wo ist eine Falle? Ach, an der Truhe. Okay, Feindenschaften hast du Maximum. Da war das wirklich einfach Pech. Da kriegen wir jetzt gleich wieder. Oh nein, diesmal hat es geklappt. Gut. So, jetzt Emblem Nummer 3, oder? Wenn wir die Truhe aufkriegen. Wenn Gladys die Truhe aufkriegt. Komm, Gladys, wir glauben an dich. Ja. Da ist eine Pfeife drin gewesen. Supi. Oh, da ist der erste zum Bestehlen. Fex zum Gruß. Ihr seid hier, um die Embleme zu finden. Einer dieser befindet sich in meiner Tasche. Zeigt mir, was ihr als Dieb gelernt habt und schleicht euch an mich heran, um mir die Münze aus der Tasche zu fischen. Ja. Der ist sogar so nett und dreht sich um. Na, mal gucken. Oh, bei Fex. Ich habe nichts bemerkt. Ja, Gratulation, das Emblem ist euer. Ja. Gut, damit haben wir schon mal 3. Gut, dann probieren wir es mal hier mit einer Haarnadel. Oh, wieder eine Falle entdeckt. Aber natürlich das Schloss eröffnen misslingt, ja. Ja, Schloss eröffnen ist ein reines Glücks- und Geduldsspiel in diesem Spiel. Das Problem ist auch, ihre Fingerfertigkeit ist ein bisschen niedrig. Weil Schlösser knacken ist von Intuition, Fingerfertigkeit und Fingerfertigkeit abhängig. Da ist Rano halt leider ein bisschen besser am Anfang als sie. Müssen es halt so oft probieren, bis es klappt. Manchmal auch mit ein bisschen Hilfe von der Haarnadel.
Aber selbst das kann misslingen, wie man sieht. Aber normalerweise sind die Truhen hier knackbar. Versuchen wir mal die andere wieder. Ja, das hat geklappt. Das ist das vierte Emblem. Das heißt, jetzt müssen wir auch noch die Truhe aufkriegen. Und die Tür aufkriegen. So, das hat dann dieses Mal geklappt und in dieser Truhe war nichts, was wir brauchen, drin. Also gut, ich beschwere mich nicht über das Wundpulver. Wundpulver ist immer nicht schlecht zu haben. Ja, ihr seht's. Reines Geduldsspiel. Aus dem vollen Benictus und brech die Tür damit auf. Ja, wir müssen das wirklich mit Haarnadeln machen, weil ich sehe gerade in der Konsole, wir kriegen da einen Malus auf 10 ohne Haarnadel. Sprich, die sind nicht einfach so zu knacken. Ja, werden keine Hilfsmittel benutzt, erfolgt die Probe mit einer Erschwernis von minus 10. Ja, das erklärt so ziemlich, warum wir keine Chance haben, das ohne Haarnadeln zu machen. Ja, um es euch mal zu erklären. Das hier ist unser Talentwert. Also THW, also das Schlösserknacken von Cladis. Da kommt da ein Malus drauf. Und dann noch eine Erschwerung. Okay, bei dem Erschwert bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, wie das zu werten ist. Aber jeder der Würfe dann, also der Intuitionswurf und die Fingerfertigkeitswürfe, müssen unter der 16 in dem Fall liegen. Deswegen ist das mit dem Malus von 10 nicht zu schaffen. Und ja, ich glaube, das Erschwert wird dann auf die Würfe draufgezählt. Mann, ich habe es schon so lange nicht mehr gemacht. Bei Fingerfertigkeit. Intuition.
Hat sie 14 und hat sie 12. Ah, es ist schon lange her, dass ich mich genau an die Würfelregeln noch erinnern kann. Oh, in der Kiste war was.